Hey Leute, ich bin's, MacMaverick. In dieser Anleitung zeige ich euch einmal, wie ihr vom Skoda die Batterie bei der Schlüsselfernbedienung wechseln könnt. Das Ganze funktioniert bei den gängigen Skoda-Modellen. So, im ersten Schritt müsst ihr hier den Schlüssel da einmal öffnen. Dann müsst ihr hier den Deckel aufmachen. Das ist der Deckel. Das kann man einfach so aufklappen. Wenn das zu schwierig ist, eine Münze nehmen, gegenkontern. Dann zieht ihr den Deckel hier entsprechend hoch und dann kommt auch schon die Batterie zum Vorschein. Das ist eine CR2032. Die könnt ihr dann hier mit einem Schraubendreher einmal hier so hochkontern und dann kommt die Batterie auch schon raus. Die neue Batterie könnt ihr dann ganz einfach hier entsprechend einmal einsetzen. Ja, so ein bisschen hier unterschieben und dann reinsetzen. Ups, jetzt ist sie wieder rausgesprungen von der Feder. So, reinsetzen, dann den Deckel wieder drauf machen. Und ja, fertig ist das Ganze. Mehr müsst ihr nicht tun. Ich hoffe, die Anleitung war hilfreich. Wenn ja, Daumen nach oben. Bis dann, euer MacPaverick.